Ein Boxer rettet die Ehre Thailands. Als in der Regierungszeit des Königs Ekathat im Jahre des Buddha 2310 die Stadt Ayutthaya zum zweiten Mal verloren ging, trug König Mangra von Burma den Sieg davon. Er befahl, alle überlebenden Thai-Männer zusammenzutreiben und als Geiseln nach Angwar, des königlichen Residenz jener Zeit, vorzuführen. So war es damals Kriegsbrauch bei allen Heeren, und wir Thai trieben die Gefangenen ebenso zusammen, wenn wir im Kampf gesiegt, und schleppten sie fort als Geiseln. Unter all den vielen Menschen, die damals zusammengetrieben worden waren, gab es einen Mann namens Kanom, einen bedeutenden Boxer. Der zeigte gern seine Geschicklichkeit und Fähigkeit auf dem Gebiet des Boxens, und die Birmanen schauten ihm mit Vergnügen zu. Es konnte nicht ausbleiben, dass ihn bald alle die wohlhabenden Birmanen kannten. Als König Mengra das Fest des Schirmenhebung in der großen Reliquienpagode Shawe Dakong in der Stadt Rangkun feiern wollte, ließ er ein großes Festessen vorbereiten. Während der Feierlichkeiten fühlte der König den Wunsch, als Ehrengabe für den Buddha im Angesicht des Thrones Boxkämpfe zu veranstalten. Ein birmanischer Adliger, der die Künste des Thai-Boxers Kanom bewundern gelernt hatte, kniete vor dem Throne nieder und schlug vor, einen birmanischen Boxer von Rang gegen den Thai-Boxer Kanom kämpfen zu lassen. König Mangra stimmte dem Vorschlag zu und ließ alles für den Kampf vorbereiten. Als der Boxkampf begonnen hatte, kämpfte Kanom nach den Regeln des Thai-Boxens, das heißt, er boxte mit den Fäusten, stieß mit den Ellenbogen und schlug auch mit Füßen und Knien. Diese vierfache Kunst war damals in Birma noch unbekannt, und so gelang es Kanom schnell und ohne viel Mühe, seinen Gegner zu schlagen. Das rief unter den birmanischen Zuschauern des Kampfes Unruhe hervor. Auch König Mangra wollte es nicht glauben, dass dieser Thai-Boxer den Birmanen so überlegen sein konnte. Er meinte, der Zufall mochte Kanom zur Hilfe gekommen sein und befahl, einen anderen, besseren birmanischen Boxer zu holen. Der sollte gegen Kanom, den Thai, boxen. Aber es geschah das Gleiche wie schon zuvor. Der Gegner wurde im Handumdrehen kampfunfähig geschlagen. Nacheinander besiegte Kanom so 10 der berühmtesten Boxer Birmas. König Mangra gefiel in Stil und Gewandtheit des Thai-Boxers sehr, und er bewunderte seine Meisterschaft. Nun war es klar, dass die Faustkraft der birmanischen Kämpfer sich nicht mit der des Thai-Boxers messen konnte. Aber der König konnte es nicht erklären und rief: Die Thai haben Gift an ihren Leibern. Ohne Waffen können sie daher bis zu 10 Gegner besiegen. Und er fuhr fort, und sein Wort verbreitete sich bis in die Heimat der Gefangenen. Wenn die Führer der Thai im Kriege so mutig gewesen wären, hätten sie uns Birmanen nicht besiegt werden können. So sprach der König und gab dem Boxer Kanom reichen Lohn. Das war die Geschichte von Kanom, dem ersten Boxer Thailands.